Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Move Electric Update. Heute habe ich für euch eine Umfrage. Shell und NewMotion haben nämlich vor ungefähr einem Jahr eine Elektroauto-Umfrage gestartet. Dort wurden über 4.500 Elektroautofahrer aus 5 europäischen Ländern befragt. Und diese Umfrage gilt als relativ repräsentativ und ich habe sie für euch einmal ausgewertet und etwas aufbereitet. Und die Ergebnisse dieser Umfrage möchte ich euch heute mal vorstellen. Deswegen wird es spannend, also bleibt dran. Ja, Shell und NewMotion haben im letzten Jahr eine Online-Umfrage durchgeführt und an der haben über 4.500 Elektroautofahrer teilgenommen. Nicht nur aus Deutschland, nein, aus 5 europäischen Ländern. Und zwar waren es 50% aus den Niederlanden, 32% aus Deutschland, 8% aus Belgien, 7% aus Frankreich und 5% aus Großbritannien. Shell und NewMotion wollten das durchführen, um mehr über die Vorlieben, die Verhaltensweisen und auch die Probleme von Elektroautofahrern zu erfahren. Und ich fand es auch relativ interessant, zumal diese Umfrage auch als recht repräsentativ gilt, denn die Auswertung wurde von der Rijksuniversiteit aus Groningen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Umfrage fand ich insofern auch interessant, weil darin auch einige der Vorurteile, denen wir uns ausgesetzt sehen als Elektroautofahrer, durchaus bestätigt werden. Anderes, was das Elektroauto betrifft, aber komplett widerlegt. Und wenn wir in die erste Frage einsteigen, wird schon das erste Vorurteil bestätigt, nämlich nach dem Wohnort von Elektroautofahrern. Denn 44% geben an, sie wohnen in einem Vorort, 37% wohnen in der Stadt und nur 19% wohnen ländlich. Das hätten wir uns ja fast schon gedacht, allein schon wegen der Lademöglichkeiten. Denn in einem Vorort, ganz klar, ist die Eigenheimquote viel höher. Dort gibt es viel mehr Eigenheime mit eigenem Stellplatz und eigener Garage, wo man natürlich auch eine eigene Lademöglichkeit zur Verfügung hat. Die nächste Frage nach dem Parkplatz, wo parken Sie als Elektroautofahrer normalerweise, ist auch ganz klar zu beantworten. 80% sagen nämlich, Sie parken in der eigenen Garage oder auf dem eigenen Stellplatz. Nur 11% parken auf einer öffentlichen Straße, 8% in einer öffentlichen Garage und nur 1% in einer Gemeinschaftsgarage. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass jeder so durchschnittlich 30 bis 40 Kilometer am Tag fährt mit dem Auto, dann kommen so pro Woche 200 bis 300 Kilometer zusammen. Und da sind wir auch schon bei der Reichweite von Elektroautos. Das ist ja so ein bisschen Problem Nummer eins, wenn es darum geht, ob man sich für oder gegen ein Elektroauto entscheidet. In der Regel empfindet man ja die Reichweiten als viel zu kurz oder viel zu gering. Aber ist das in der Praxis wirklich so? Ich meine, dann müssten doch eigentlich diese 200 bis 300 Kilometer pro Woche für ein Elektroauto schon fast problematisch sein. Es ist aber das genaue Gegenteil der Fall, denn die Umfrage zeigt ganz deutlich, dass ein Elektroautofahrer viel mehr fährt pro Woche als der Durchschnitt aller anderen Autofahrer. Wie kann das sein? Was sagen denn jetzt die Teilnehmer der Umfrage genau? 28% fahren 300 bis 500 Kilometer die Woche. Das sind 15.000 bis 25.000 Kilometer pro Jahr. 26% fahren sogar 500 bis 1000 Kilometer pro Woche. Und nur 18% aller Teilnehmer liegen mit 200 bis 300 Kilometer pro Woche im Durchschnitt. 24% liegen darunter, aber auch 3% fahren sogar mehr als 1000 Kilometer pro Woche. Im Gesamtdurchschnitt fährt also jeder Elektroautofahrer 406 Kilometer pro Woche mit seinem Elektroauto. Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt aller anderen Elektroautofahrer. Und wie kann das denn sein? Das müsste doch eigentlich genau andersrum sein. Also es scheint so zu sein, dass man als Elektroautofahrer gar kein Problem mit der Reichweite hat, sondern das ist eher ein gefühltes Problem und kein reales Problem. Und nicht zuletzt spielt auch der Wohlfühl- und Spaßfaktor beim Fahren eines Elektroautos eine Rolle, denn es macht einfach viel mehr Spaß, mit einem Elektroauto zu fahren als mit einem normalen Auto, sodass man allein deswegen wahrscheinlich zwangsläufig schon mehr fährt, als man normalerweise fahren würde. Es kommt hier also zu sowas wie einem Rebound-Effekt, dass man zwar energieeffizient und sparsamer und umweltschonender unterwegs ist, aber diesen Effekt teilweise wieder kompensiert, wenn man einfach mehr fährt. Und was sind denn jetzt die Hauptgründe dafür, dass die Teilnehmer überhaupt Elektroautos fahren? Wenn wir uns die Statistik mal genauer angucken, ist es wahnsinnig interessant, dass der Umweltschutz dabei als Hauptgrund gar keine so große Rolle spielt. Der Mehrheit scheint es irgendwie hauptsächlich nur um den Fahrspaß bzw. ums Geld zu gehen.
Vor dem Kauf eines Elektroautos ist so die Akkureichweite eines der wichtigsten Themen, über das sich die Leute Gedanken machen. Fragt man in Deutschland in einer Umfrage, wie viel Reichweite ein Elektroauto mindestens haben müsste, damit es für einen Kauf in Frage kommt, so ist die häufigste Antwort mindestens 400 Kilometer. Aber dass in der Praxis die aktuellen Reichweiten von heutigen Elektroautos, die teilweise auch deutlich unter 400 Kilometer liegen, schon völlig ausreichen, das zeigt ganz interessant, wie ich finde, diese Umfrage. Fast drei Viertel, 71%, geben an, dass die Reichweite ihres Elektroautos mehr als ausreichend ist, während nur 15% Zweifel an der Reichweite ihres Akkus haben. 44% fühlen sich sogar als Teil einer sozialen Gemeinschaft. Es ist also für viele noch irgendwas ganz Besonderes, ein Elektroauto zu fahren, und man hat eine Art Zugehörigkeitsgefühl zu anderen, die auch Elektroautos fahren. Und sogar 80% sagen, dass sie stolz darauf sind, ein Elektroauto zu fahren. 60% aller Elektroautofahrer erwarten übrigens, dass voll elektrisch bis zum Jahr 2030 die häufigste Antriebsart sein wird. Und obwohl nur 6% den Umweltschutz als Hauptgrund für den Kauf eines Elektroautos angegeben haben, halten sich über 80% der Befragten für umweltbewusst und 74% sehen umweltbewusstes Handeln als wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit. Und dadurch, dass die meisten Elektroautofahrer einen massenhaften Wandel zur Elektromobilität hin erwarten, ergeben sich natürlich auch Sorgen, und die betreffen mehr oder weniger die Ladeinfrastruktur. Fast die Hälfte aller Befragten gibt an, dass sie sich Sorgen machen über zukünftig mangelhafte oder zu wenig Ladeinfrastruktur. Und das ist mit Sicherheit auch nicht ganz unbegründet. Und wo lädt denn die Mehrheit heute? 77% der Teilnehmer haben zu Hause eine Lademöglichkeit, und mehr als die Hälfte der Befragten, 55%, hat bei der Arbeit eine Ladestation zur Verfügung. Dabei ist der Anteil der Garagenlader in ländlichen Gebieten mit 82% deutlich höher als in der Stadt, da machen es nur 70%. Zu Hause und am Arbeitsplatz sind mit Abstand die beliebtesten Lademöglichkeiten. Nur jeder Zehnte nutzt täglich öffentliche Ladestationen. Beim Laden über Nacht verwenden übrigens 84% der Elektroautofahrer eine private Lademöglichkeit zu Hause. 9% nutzen eine öffentliche Ladestation und 5% haben überhaupt keine Möglichkeit, ihr Auto nachts aufzuladen. Die wenigsten Elektroautofahrer brauchen übrigens ständig einen voll aufgeladenen Akku. Für die meisten reicht es völlig aus, gerade für die tägliche Pendelstrecke von der Wohnung zur Arbeit und zurück, wenn der Akku auf 20% oder so aufgeladen ist. Das spiegelt sich auch in diesen Antworten wieder, nachdem gefragt wurde, auf wie viel Prozent der Akku mindestens geladen sein sollte, wenn man zur Arbeit fährt. Da die Mehrheit der Elektroautofahrer Ladestationen am Arbeitsplatz oder zu Hause haben, müssen sie sich eigentlich gar keine Gedanken über eine begrenzte Akkureichweite im normalen Alltag machen. Und unterwegs, wie sieht es denn da aus? Ich meine, ich selber benutze bis zu 5 Ladekarten. Wie ist es denn in Europa im Durchschnitt? Wie viele Ladekarten haben denn so die Elektroautofahrer im Durchschnitt? Obwohl viele, nämlich 37%, nur eine einzige Ladekarte besitzen, geben die meisten Elektroautofahrer an, dass sie mehrere brauchen. 45% nutzen 2 bis 4 Ladekarten und 15% 5 oder mehr. Im Durchschnitt sind es übrigens 2,5 Ladekarten, die jeder von uns verwendet. Angesichts der aktuellen Preiserhöhungen beim Ladestrom ist der Preis und auch gerade Preistransparenz gerade ein sehr aktuelles Thema bei uns Elektroautofahrern. Und nur 43% der Teilnehmer der Umfrage sagen, dass sie genau wissen, was sie für einen Ladevorgang zu bezahlen haben, bevor sie ihn starten. Die Mehrheit von 53% geben an, dass sie das nicht wissen. Also ich persönlich finde das sehr erschreckend. Also ich glaube, Preistransparenz ist eines der wichtigsten Themen, gerade bei der Akzeptanz der Elektromobilität. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, wenn ich auf der Langstrecke unterwegs bin und mal nicht an Superchargern lade, dann weiß ich oft tatsächlich nicht, was ich jetzt am Ende für die Ladung bezahle. Oder ich muss vorher wirklich mühsam recherchieren. Das mache ich aber nicht, weil es mir einfach zu aufwendig ist. Wie ist es denn bei euch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wisst ihr eigentlich immer, wenn ihr unterwegs seid, im Voraus, bevor ihr ladet, was ihr am Ende dafür bezahlen werdet? Die meisten Elektroautofahrer erleben übrigens eine gewisse Veränderung ihres Fahrverhaltens, wenn sie auf ein Elektroauto umsteigen. Die einen beschleunigen schneller, weil es das Auto irgendwie hergibt. Die anderen fahren möglichst effizient, weil sie ein viel größeres Bewusstsein für den Energieverbrauch entwickeln. Nur 26% sagen, dass sie an ihrem Fahrverhalten gar nichts geändert haben. Die größte Verhaltensänderung besteht also erstmal darin, dass E-Autofahrer nach dem Umstieg natürlich seltener zu einer Tankstelle fahren.
und dann mit höherer Wahrscheinlichkeit mehr Wert auf eine effizientere Fahrweise legen. Was ich persönlich wirklich lustig finde, ist diese genannte schnellere Beschleunigung, die als eine der größeren Verhaltensänderungen genannt wird. Aber irgendwie kann ich das auch verstehen. Ja, soweit erstmal zur Umfrage von Shell und NewMotion. Ich fand es doch ziemlich interessant, mal in die Köpfe von den europäischen Elektroautofahrern zu schauen. Und ich habe mich mit meinem Verhalten oder meinen Ansichten doch relativ gut bei der Mehrheit dieser Umfrage auch wiedergefunden. Und wie ist es denn euch ergangen? Habt ihr das auch so empfunden? Seid ihr auch eher bei der Mehrheit oder seid ihr Exoten und ragt da irgendwie auf der einen oder anderen Seite komplett raus? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, soweit also zu diesem Move Electric Update. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin macht's also gut. Ciao.